öffnet sich das Tor zur Außenwelt. Hier ist er. Da haben wir ihn, Leute. Jetzt sind wir auf ihm drauf. Das ist halt schon geil, ne? Servusle, meine Lieben. Schön, dass ihr reinschaut auf eine gemütliche Runde. Pray for the Gods. Den einen oder anderen wird es daran erinnern, an die alte Zeit mit der PS2, Leute. Shadow of the Colossus. Ich glaube, da gab es ja auch ein Remake 2018. Wir haben hier in der aktuellen Early Access Version von diesem Spiel 5 Bossbegegnungen, die es zu meistern gilt. Wir werden jetzt gleich hier eintauchen, Leute, in eine ewig verschneite mystische Welt. Es gibt so ein kleines Anfangstutorial. Da gehen wir jetzt gemeinsam durch, bis wir tatsächlich im ersten Lager ankommen, und auf dem Weg dahin kommen wir auch schon praktisch an den ersten kleinen Boss. Ich bin mal tierisch gespannt, wie es euch gefällt. Ich musste das Spiel reinnehmen, Leute. Als ich damals den Kanal eröffnet habe, 2016, war das eins der ersten Spiele, die ich auf der Beobachtungsliste hatte, und jetzt kommt es in Early Access. Sind drei Leute, also drei Jungs, die irgendwie im Keller ihrem Traum nachgehen, hier ein Spiel zu programmieren. Ich will es mir einfach anschauen. Ich liebe das Setting sowieso mit Eis. Ich will es mir einfach anschauen, auch aufgrund der Tatsache, dass es eben an alte Gamer-Zeiten erinnert. Ich würde mich freuen, wenn er mit mir zusammen eintaucht. Ich weiß nicht, wie lange die Playliste wird. Die 5 Bosse würde ich schon gerne probieren. Und jetzt momentan fange ich mal mit der Tastatur an. Es gibt aber auch eine volle Controller-Unterstützung. Ja, also man kann es auch mit dem Controller spielen. Eventuell steige ich dann um. Müssen wir mal sehen. Ansonsten, Leute, die Grafikanforderungen, die sind human. Ich glaube, eine GTX 770 ist als empfohlen ausgeschrieben. Wir gehen einfach mal rein, würde ich sagen. Wir starten ein neues Game. Ich werde mich wahrscheinlich kurz wegmachen. Ich mache es auf easy. Also es geht bis Legendary. Vielleicht probieren wir zum Schluss dann von der Staffel mal eine legendäre Begegnung, ne? Jetzt starten wir das Game. Ich mache mich raus und dann hole ich euch wieder dazu, oder ich mich wieder dazu, wenn wir durch dieses kleine, durch diese kleine Videosequenz durch sind, meine Lieben. Das sind wir jetzt also. Hier geht's weiter. Das ist unsere Heldin. Mit dieser Heldin sind wir hier gestrandet und müssen uns jetzt hier zurechtfinden. Jetzt kommt so eine Art Einführungstutorial. Was mir jetzt gerade aber aufgefallen ist, da stand die ganze Zeit Skip. Lass mich mal ganz kurz gucken. In den Settings bei Languages müsste... Ah, ist Englisch ausgewählt. Aber guck mal, wie viele Sprachdateien die schon drin haben. Ich nehme Deutsch. Ich nehme Deutsch. Dann sehen wir auch immer gleich, wie weit die Lokalisierung ist. Wir gehen zurück. Manuell speichern kannst du, automatische Speicherung gibt es auch. Zurück zum Spiel. Am Anfang hat man natürlich nicht viel. Es gibt ein Inventar. Wir werden irgendwann einen Bogen kriegen, eine Nahkampfwaffe. Es gibt so eine... Ja, das holen wir uns jetzt alles ran. Wir schwallern jetzt gleich unterwegs noch ein bisschen. Ich habe auch noch nicht alles rausgefunden. Hier sind offensichtlich unsere Ausrüstungsgegenstände. Die hat sie auch an. Okay, da passt einiges rein. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Da stehen auch Werte dabei. Da muss man sich halt ein bisschen zurechtfinden. Es geht auch da, ein Survival-Aspekt ist auch dabei. Also essen, musste rechtzeitig schlafen. Hier geht es auch um die Empfindlichkeit. Ich meine, das ist eine Schneewelt. Ist natürlich in der Perspektive hier zu spielen. Wir gehen jetzt einfach mal los, Leute. Also ich würde es heute gerne zumindest bis in die erste, bis zum Camp schaffen, ne? Also nach der ersten kleinen Begegnung hier, wenn man so die ersten Schritte durch hat, kriegt man es mit. Ist natürlich von den Grafik, es ist halt ein Spiel, das schon länger in der Entwicklung ist. Ist jetzt nicht die Hochglanzgrafik, aber die Atmosphäre ist einfach super, ne? So, jetzt können wir hier schon mal üben mit Sprinten. Wie gesagt, das ist so ein kleines Tutorial halt, ne? Sprinten klappt. Man kann auch schon boxen, glaube ich. Bringt uns jetzt momentan nur leider nicht viel. Ich habe es jetzt halt mal auf leicht, glaube ich, ausgewählt. Ich weiß es gar nicht. Es geht ja erstmal darum, das Feeling einzufangen von dieser Welt.
Sehr schön. Hier haben wir schon das erste Hindernis und da kommt jetzt normalerweise irgendwie, genau, mit Rechtsklick klettern. Also den einen oder anderen wird es ganz stark halt an Shadow of the Colossus erinnern. Ist halt jetzt für den PC, ne? Ich bin gespannt. Guck mal, wie sie sich die Hände reibt. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Ich finde also auf jeden Fall, ich hoffe, dass ich die Soundlautstärke gut eingestellt habe, weil beim Probieren habe ich gemerkt, die Begegnungen, die sind schon vom Sound her richtig fett untermalt und ich liebe das Setting, Leute. Mir gefällt es momentan sehr gut. Guck mal hier. Das sind wohl die Kolosse hier. Das sind sie wohl, die wir besiegen müssen. Ich sollte nicht so oft Kolosse sagen, ne? Sonst erinnern wir uns noch mehr dran. Guck dir das an. Da oben geht es weiter. Hier ist aber auch was. Was haben wir denn hier? Benutzen mit E. Okay, das ist jetzt in unser Dings gewandert. Aber wo ist es hin? Hier haben wir eine Map. Die gucken wir uns dann nachher auch gleich nochmal an. Also die scheint auch ein bisschen größer zu sein. Und es gibt halt jetzt keine Story in dem Sinn, dass wir jetzt vorwärts getrieben werden durch eine Story. Unser Ziel ist einfach tatsächlich halt diese Bosse zu besiegen. 5 Stück sind es, glaube ich, ne? Bei Shadow of the Colossus waren es, glaube ich, 16. Guck mal hier, ne? Da beten sie irgendwas an. Ich bin mal gespannt. Mir gefällt das Setting unheimlich gut. So. Mädchen. Schon wieder Mädle. Genau, und das hier sind diese Pöller. Die musst du rausziehen. Aber man muss sie richtig fett rausziehen, bis da der Kreis rumgelaufen ist. Und dann... Bäm! Satter Sound, Alter. Und... Boom! Dreimal. Ich bin gespannt. Ja, Leute. Mit F loslassen. Dann öffnet sich das Tor zur Außenwelt. Ich finde es total super irgendwie. Mir gefällt es. Vor allem, es läuft halt auch flüssig, Leute, ne? Oh, springen. Ja, probieren wir mal. Achso, du solltest aber vielleicht bei sowas dann rennen und springen. Das kenne ich noch aus anderen Spielen. Ich bin nämlich der Abstürzer vom Dienst hier. Siehst du, hängt da schon. So, ich bin natürlich mal gespannt später, wie das mit Legendär sein wird, ne? Die können wir leider nicht wegboxen. Jetzt müssen wir wohl springen und uns da vorne dann festkrallen, ne? Okay, mit gleichen Rechtsklick gemacht. Passt. Könnt mir gut vorstellen, dass es mit dem Controller richtig angenehm ist, ne? So, Leute, was haben wir hier? Benutzen. Mit 3 rüste ich es aus. Mit links ziele ich. Und dann benutze ich es. Alles klar. Der Greifhaken. Genau. Mit dem klettern wir später auf den Bossen dann wieder rum. Jetzt pass auf. Zielen. Loslassen. Bämsle. Und natürlich klettern. So, und diese Runen gibt es auch im Spiel. Da bin ich aber auch noch nicht wirklich weiter. Markieren die mir was auf der Map? Die markieren mir praktisch was auf der Map. 1 von 3 von diesen Dingern haben wir schon gesammelt hier. Okay. Hier sieht noch alles gut aus. Ich hoffe, das ergibt sich für mich irgendwann, wann ich hier auf was achten muss. Weil es gibt ja auch irgendwo im Inventar tatsächlich später Essen. Wir werden es rausfinden, Leute. Ich mag das, wenn nicht zu viele Anleitungen drin sind. So, weiter geht's. Da müssen wir jetzt darüber kommen, da werden wir den Kletterer wieder brauchen. Mit der 3 war das, ne? Zielen. Ab geht's. 3 Leute in einem kleinen Keller, die sich... Irgendwie, ich habe es mal gelesen, die Geschichte von denen. Die haben sich tatsächlich irgendwann gesagt, komm, jetzt gehen wir es an. Entweder es wird was oder es wird nichts. Ich beobachte natürlich hier auch die Performance, aber bis jetzt ist es richtig gut hier. Guck mal hier durch den Schnee, ne? Ja, das ist schon schön. Die Liebe zum Detail merkt man auch. Natürlich, wenn man jetzt nur die aktuellsten Titel immer sich an, reinzieht und sowas keine Chance gibt, wird man... Aber ich finde für die Zeit, überleg mal, wenn die 2016 da schon am Basteln waren. Schön gemacht ist es bis jetzt. Ich bin mal gespannt, was ihr zu der ersten kleinen Bossbegegnung sagt, jetzt aus dem Tutorial. Mir hat es tierisch gut gefallen. Muss natürlich gucken, weil hier sitzt auch eine vereiste Kreatur oder sowas. Die Kameraführung ist noch ein bisschen ungut. Da, guck mal, der ist da. Kann ich den eigentlich wegbotzen? Mit dem kann ich nichts anfangen. Ich weiß auch nicht, ob es hier jetzt schon versteckte Dinge... Au, jetzt sehe ich das gerade erst, Leute. Da drüben, diese riesen Eisskulpturen. Ja, wir gucken mal, dass wir reinkommen. Also hier durch den Schnee, das läuft sich auch richtig schwer. Das finde ich schon mal richtig gut. Ja, die springt auch nicht einfach so hipsi hupsi rum, sondern das passt richtig schön. Fühlt sich gut an. Kann ich eigentlich hier überall hochklettern, wie ich Bock habe? Ne, nicht überall, ne? Da kann ich mal Hegele benutzen. Hol mal den raus. Süße. Bloß immer Schaden. Nee, also offensichtlich brauchst du Snap Points. Vielleicht aber später in der eigentlichen Welt, weil wir sind ja jetzt auf so einer Art Tutorial-Karte erstmal. Da dachte ich auch schon, als ich es angezockt habe und so ein bisschen probiert habe. Oh je, ist das immer so getrieben? Ne, die Auslastung stimmt. Ja, manchen Städten Early Access darf man halt auch nicht vergessen, ne? Ist Early Access, Leute. So, wir müssen hier auf jeden Fall rein. Ich bin mal gespannt jetzt.
Sieht auf jeden Fall schön aus. Ich mag das. Da bist du auch danach richtig froh, dass du eine Heizung hast. So, hier müssen wir wieder klettern, ja, oder? Und hier ist wieder dieses Dings, ne? Kreis einmal rum und bounce. So, Leute, jetzt geht's los. Unsere erste kleine Mini-Begegnung. Ich lasse die Einspieler so drin, ne? Man kann sie auch überspringen. Musikalisch ist es auf jeden Fall gut. Ist ein Kumpel von denen, der die Musik macht. Da gibt es auch den Soundtrack dazu. Muss ich noch mal überlegen, ob ich mir den hole. Aber wahrscheinlich schon. Yeah. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Bossbegegnungen tatsächlich sind, ne? Du musst ja immer da mal so ein bisschen rausfinden halt auch. Was ist denn eigentlich dahinter? War ich jetzt noch nicht. Wie die so agieren und dann musst du den Schwachstelle raussuchen. Wie du hochkommst auf den. Ist hier nicht anders. Können den jetzt... Ach, da hängt der Fleisch oder irgendwas, ne? Eingesammelt, Leute. Da ist er. Da ist er. Da hinten ist noch ein Feuer. Da gehen wir jetzt auch noch hin. Was macht er denn für Moves? Okay. Er spuckt Galle und haut uns um. Also ist es schon mal auf jeden Fall sicherer hinter ihm, ne? Ich gehe nur mal kurz an dem Feuer gucken. Da ist nämlich auch noch Fleisch. Da rennt sie. Wie viel Ausdauer hat sie eigentlich? Boah, jetzt schnell weg. Schnell weg. Der spuckt schon wieder. So, Leute. Gehen wir mal auf Tuchfühlung hier mit dem Kollege. Ach, herrlich, die Atmosphäre. Wir müssen, glaube ich, hinter den. Genau, er macht Stampfer. Den Dinger müssen wir rausholen. Auf der 3. So, Leute, irgendwo hat er so einen Snappy. Da war nichts. Also nochmal rum um den. Gut gemacht ist es. Ja, man merkt halt, wenn jemand von Hand irgendwas macht. Sag mal, ich komme nicht rum um den. Da muss ich mal ein bisschen abkürzen hier. Mit meinem Seitwärtslaufen. Er tänzelt. Zieh's mal rein. Sieht jemand den Snappoint? Hier ist er. Da haben wir ihn, Leute. Jetzt sind wir auf ihm drauf. Das ist halt schon geil, ne? So, jetzt hier klettern. Geile Geschichte. Irgendwann schüttelt er sich auf. Springen, loslassen. Hier ist das Ding, Leute. Das müssen wir aktivieren. Und da kommen doch Erinnerungen auf, oder? Jetzt pass auf. Bin mal rüber. Klicken, rausziehen. Und. Boom. Wir müssen es dreimal machen. Jetzt mit Rechtsklick gucken, dass wir uns nicht verlieren. Dass es sich schön hält. Jawohl, und jetzt können wir wieder rausziehen. Ich glaube, 3 Stück gibt's. Bam! Und dann geht er natürlich ab. Und da musste... Ich weiß nicht, wie die anderen Begegnungen sein werden. Das ist ja Tutorial-Charakter hier. Ich nehme an, der ist easy. Das war nix. Das war nix. Heb dich, heb dich. Du musst es ganz rausziehen, Mädchen. Hey, wir haben es mit Frauen. Subnautica läuft mit einer Frau. Das hier... Ich lasse es übrigens auch ab nächste Woche mit Subnautica im Wechsel laufen. Erstmal, ich glaube, die Playlist hier wird nicht so übel lang. Okay, jetzt haben wir es hier, ne? Das haben wir jetzt schon mal destroyed. Jetzt geht es da oben weiter. Heb dich. Musst du dann immer klicken, dass es sich hebt. Vielleicht mache ich es mit dem Controller weiter. Ich probiere es vielleicht mal die Tage. Einfach um zu wissen. Okay, aber es ist ein bisschen... Ich muss da rüberklettern. Wo ist denn der nächste Punkt eigentlich? Ah, da vorne rechts, Leute. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Theatralische Musik. Mag ich. Jetzt hat er sich rumgedreht. Dann runter, rüber und einmal rausgezogen. Das gute Stück. Oh, heb dich. Jetzt hat er sich geschüttelt, bevor ich es ganz rausziehen konnte. Und weiter geht's. Dreimal, ne? Bäm. Ich find's gut. Ist mal was anderes aus. Macht so saumäßig Spaß und erinnert an die Zeit halt. Zieh's raus. Nein, wieder. Wieder geschüttelt vorher. Muss halt reagieren, ne? Ich denke aber, dass der ziemlich leicht ist. Zumal ich es auch vielleicht noch eingestellt habe, ne? Und wir haben wieder einen, Leute. Boah. Oh oh, wir haben uns verloren. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt müssen wir natürlich wieder hoch. Ich hoffe, unser Fortschritt geht nicht verloren. Okay, da habe ich jetzt wohl ein bisschen zu sanft geklickt. Ich habe nämlich gerade überlegt, vielleicht sollte ich nicht so laut klicken. Man hört ja bei mir die Klicks immer so ein ganz kleines bisschen. Egal, wir machen es jetzt einfach. Den haben wir ja schon ausgelöst hier, ne? Den anderen haben wir noch einmal. Heb dich. Heb dich. Ich mache einfach die Musik lauter. So, weiter geht's. Kann ich eigentlich... Ah ja, ich kann auch schneller klettern. Wow, Alter. Okay, mach lieber langsam. Mach lieber langsam und flieg nicht so oft runter, sonst dauert es viel länger. So, Leute. Hier kommen wir. Hier kommen wir zum letzten finalen Schlag. So, rüber. Heb dich. Er schüttelt sich schon wieder. Kaum bin ich dort.
Okay, Leute, nochmal ein Stückchen näher hin und rausziehen das Ding. Bäm! So, jetzt schüttelt er sich erstmal kräftig durch. Und ich glaube, eins haben wir tatsächlich noch am Kopf oben. Wir haben den ja mehr oder weniger aufgeweckt gerade. Das heißt, wir müssen noch zweimal am Kopf oben. Heb dich. Er ist halt handgemacht irgendwie, Leute, oder? Man merkt's halt. Da ist es, Leute. Die Sounds sind fett. Die Sounds sind echt fett, finde ich. Jetzt, Attacke. Und? Boom. Okay, er schüttelt sich noch einmal durch. Sein letztes Aufbäumen, bevor das Ende ihn erwischt. Wow, geht er jetzt ab? Letztes, Leute, letztes. Bam, das war's. Videosequenz, Spiel gespeichert. Ich bin auf die anderen Begegnungen gespannt. Da ist einer dabei, der ist ziemlich übelfett. Jetzt kommen natürlich noch so ein paar Gimmicks. Also du kannst auch Minions bekämpfen, ne? Ausrüstung verbessern, Bogen finden, Pfeile und so Geschichten. Und ich glaube, du musst auch auf die Jagd gehen. Das wäre der Survival-Aspekt, der mit drin ist. Und dann können wir uns raussuchen, wenn wir die Bosse so nach und nach abgehen. Ich weiß halt nicht, was man für welchen Boss finden muss und so, ne? Schön. Ach, ich liebe dieses Mystische gerade. Es tut mir richtig gut, Leute. Sich in der Welt verlieren, die weit ab ist von all dem Stress, den man sonst immer am Tag hat. Keine Stromleitungen, keine Autos. Dann lieber sowas mal, oder? Okay. Den haben wir auf jeden Fall jetzt besiegt hier. Das Thema ist durch. Und wir sind ohnmächtig. Und ich meine, das war das nicht bei Colossus genauso? Dass du ohnmächtig warst und dann in diesem Camp immer aufgewacht bist? Das ist auch schon eine Weile her. Jetzt überleg mal. 2005. Gab eine Zeit, da war das voll das moderne Jahr irgendwie. Und jetzt sind wir schon bei 2020 nächstes Jahr, ne? Das finde ich schön. Das ist echt schön gemacht, Leute. Ich bin mal gespannt. Ja, guck, der Wolf zieht uns in Sicherheit. Und das ist auch so ein Schauplatz, an dem wir gleich unterwegs sein können. Ich guck mal, wir gehen auf jeden Fall ganz kurz mal raus. Dass wir noch das Sprungtuch uns holen, das es gibt. Man kann ja dann auch ein bisschen rumgleiten hier. Und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge so ein bisschen Exploration. Schauen uns hier und da oben, holen ein bisschen Zeugs zusammen. Und gucken mal, wo die nächste Bossbegegnung stattfindet. Die Map will ich gleich noch anschauen, Leute. Indie-Titel. Ja, ich finde es so, ich finde es toll, wie die sich halt da, weißt du, man merkt auch das Herzblut und wie sie sich dann kümmern und alles. Bin mal gespannt, wie sie jetzt tatsächlich im Nachgang dann mit Patches und so. Aber es läuft eigentlich recht gut, ne? Da geht er davon, der Wolf. Da liegen wir. Okay, es sind wohl 5 Begegnungen und eine hatten wir jetzt. Also sind es noch 4 Bosse, die, glaube ich, auch im Early Access drin sind. Die werden wir natürlich alle anschauen. Erstmal auf leicht, dann werden wir mal später gucken, wie es mit dem nächsten Schwierigkeitsgrad ist. Einmal so auf legendär, so ründle, oder, Leute? Die Stimmung ist gut. Ich kann da eintauchen, das ist schon mal wichtig. Das ist wichtig in einem Spiel, ne, dass man reintaucht. So. Meine Lieben. Okay. Ich könnte es jetzt... Ich mag auch die Sounds unheimlich. So kommst du einigermaßen in so ein Szenario mal rein, ne? Ist das im Spiel, was da gerade hochgeklettert ist? Ich hoffe es. So, weiter geht's. So, bis hierher, mehr oder weniger die Einführung. Da stehen wir jetzt in diesem Camp. Ich habe hier auch noch nicht wirklich viel gemacht. Doch, eins habe ich mal gemacht. Alles, was jetzt kommt, ist tatsächlich wieder, wie immer, Leute, so blind as usual. Hier darf es nicht runterfliegen, so viel habe ich schon kapiert. Das ist wohl die Begegnungswand. Ist jetzt die Frage, der mittlere ist weg, links den zeigt's an. Muss man die nacheinander machen? Es stand aber, dass man sich's raussuchen kann, wie man Bock hat. So, da hinten blinkt was. So, gehen wir jetzt mal als erstes hin. Was haben wir denn hier? Kannst du hier hochklettern? Nö, aber sie kann's einsammeln. Das sieht aus wie eine Nuss, ne? Ich muss mal reingucken. Wenn das hier so ist, ist das Essen doch oben, oder? Wo ist denn die Nuss? Ne, das ist das Teil. Ah, hier ist das Zeug drin praktisch. Ja, sieht aus wie eine Walnuss. Man kann sie essen. Machen wir hier den Kreis.
Okay, das heißt, ich denke mal, die Nuss füllt die Ausdauer auf und das Futter, ne? Also die Futteranzeige hier. Das Fleisch eher die Herzgeschichte. Wo sehe ich jetzt hier im Moment das Herz? Nirgends. Und hier nur Futter. Ess mal was. Okay, schön. Also weiter geht's. Ich schaue, was haben wir hier? Okay, da musst du halt aufpassen, ne? Dass du da nicht runterfliegst. Es gibt, glaube ich, also nur einen Ausgang. Den nehmen wir natürlich. Lass uns wenigstens mal noch rausgucken und dann gehen wir in die nächste Folge über. Wie gesagt, ein bisschen Exploration, ein bisschen Zeugs zusammensuchen, die einen oder anderen Minions. Und dann schauen wir uns auch mal um, wo es denn hier weitergeht, ne? Ah, hier kannst du dann klettern. Sehr schön. Hier. Ist schon godlike irgendwie hier mit diesen riesen Dingern, weißt du? Kommst du ja hier vor wie so ein Mini-Mensch. Achso, die Map, Leute. Okay, das war dann der Ort der Begegnung jetzt. Ah, die ist schon saftig, ne? Ich denke mal, dass da halt auch viele, ja, so Berge zwischendrin sein werden oder so, wo du halt nicht überall hin kannst. Aber durchs Klettern, durch diesen Enderhaken und durchs Gleiten kannst du wahrscheinlich schon an viele Stellen gelangen. Wir werden sehen. Krass. Echt krass. So, was haben wir hier? Oh, sie holt sich das Tuch, genau. Gleite in der Luft, Space benutzen. Okay. Siehst du? Oh, da habe ich schon die erste Rune. Siehst du, die habe ich beim ersten Mal auch nicht gesehen. So. E benutzen. Ah. So kriegt man dann Stück für Stück von der Map ein bisschen was zu sehen. Und da befinden wir uns jetzt also momentan. Es erinnert mich voll an Ulduar gerade. Ich darf es gar nicht laut aussprechen, ne? Die Map, dieser Map-Abschnitt gerade. Leute, ich mache die Folge jetzt an der Stelle zu Ende. Jetzt haben wir mehr oder weniger Tutorial zusammen angeschaut. Ihr wisst, was euch erwartet. Eine kleine Playliste zu Prey of the Gods. Ich bin tierisch gespannt auf die nächste Bossbegegnung halt, ne? Was haben wir hier? Ah, Nahkampfwaffe. Mit 1 ausrüsten, ne? Haben wir einen Kolben auf. Oh, was war das? Oh, das ist komisch. Was ist denn auf der 2 drauf? Haben wir auf der 2 nichts? Ich glaube, auf der 2 haben wir noch nichts, Leute. Das kann dann Early Access sein hier, ne? Ja, richtig, da kommt dann der Bogen irgendwann. Auf der 3 haben wir den Enderhaken. Bogen haben wir noch keinen. Auf der 4 kommt dann wahrscheinlich die Pfeileauswahl. Okay. Alles klar. Kann ich eigentlich jetzt hier. Ach, die zieht sich aber mal geschwind hier irgendwo ran. Au, das wusste ich nicht, dass man sich so frei bewegen kann. Sehr krass. Kann ich da auch hoch? Da kann ich nicht hoch. Was ist, wenn ich es ganz knapp hier hinhebe? Auch nicht. Und hier? Okay, es geht offensichtlich nicht überall. Muss mal rausfinden. Hier klettert sie, ne? Ja, geile Geschichte. Ah, guck mal. Wow, und jetzt habe ich gerade irgendwie total Bock auf Dark Souls gekriegt. Also, wenn da mal ein neues rauskommt, Leute, müssen wir uns einmal einklinken für eine Playlist. Dann mal so eine richtige Runde abspacken und sich aufregen. So, hier an der Stelle würde ich jetzt tatsächlich noch die Speicherfunktion dann probieren. Manuell speichern, funktioniert. Leute. Machen wir jetzt neben Subnautica auf jeden Fall in der nächsten Woche im Wechsel. Diese Woche kommen 3 Folgen, also mit der heutigen noch 2 jetzt. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und auf die nächste Bossbegegnung vor allem. Und was wir hier noch so finden. Den Bogen möchte ich halt finden, gucken, was der drauf hat. So. Alles klar, der Charakter gefällt mir auch, die Welt gefällt mir. Ich wünsche euch was, meine Lieben. Kommt gut ins Wochenende. Bis dann.